Aktionen. Die Stimmung kann schnell hochkochen, sogar beim Essen. Einem Nigerianer gefällt der Schweinebraten nicht, schon gibt es Zoff, Futterneid zwischen Moslems und Christen. Die andere Soße hat er für die Moslems gemacht. Die ist besser als die für die Christen. Die andere Soße hat Tomaten drin. Wenn er mir die gibt, ist es okay. Ich beschwere mich nur über diese schlechte Soße, die sie uns geben. Die Soße ist schlecht. Schau dir das an. Guck. Du musst mal ein bisschen freundlicher sein. Ich bin auch zu dir freundlich. Okay? Okay, perfekt. Na gut, bitteschön. Falls die Extrawurst nicht besänftigen kann, es gibt auch ein Spezialzimmer. Es kommt ja immer wieder vor, dass Patienten sehr aggressiv gegen unser Personal sich verhält und auch körperlich Gewalt anwendet. Und dann verbringen wir unsere Patienten mit Hilfe der Polizei oder unserem eigenen Wachdienst hier in dieses sogenannte Time-Out-Zimmer. Einmal in der Woche wird an die Patienten Geld ausgezahlt, das ihnen zusteht. Die Deutschen bekommen Rente, manche beziehen Hartz IV. Flüchtlinge kassieren gemäß Asylbewerberleistungsgesetz. Wer will, kann das Geld sparen, nach Hause schicken oder für den täglichen Bedarf ausgeben. Das sind verschiedenste Behörden. Hier kommt zum Beispiel von der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber aus Eisenhüttenstadt. Die bekommen jetzt jedes Monat 107,73 Euro von der Stadt Schwabach. Bei Ihnen gibt es ja heute einiges an Geld. 300 Euro. Wem noch kein Geld zusteht, der bekommt 10 Euro vom Krankenhaus. This is from hospital. Die 10 Euro gibt's aber nur, wenn er keine anderen Geldquellen hat. Letzte Woche unterstützte ihn ein Spender. In der letzten Woche habt ihr mir nichts bezahlt. Sie haben doch letzte Woche 50 Euro von Herrn Peppler bekommen. Doch, Sie haben. Hör zu, das Geld vom Krankenhaus ist anderes als das von Peppler. Pepplers Geld ist mein Geld. Das habe ich von Deutschland bekommen. Diese 10 Euro nennen wir mittelloses Taschengeld. Das zahlt das Krankenhaus, obwohl wir nicht verpflichtet sind, das zu zahlen. Und er hat aber von einer anderen Person 50 Euro geschickt bekommen. Also ist er nicht mehr mittellos. Und darum hat er letzte Woche nichts bekommen. Diese Woche gebe ich ihm wieder einen Vorschuss. Er muss jetzt später für diesen zuständigen Kostenträger noch was unterschreiben, dass er Taschengeld kriegt. Und dann kriegt er wahrscheinlich auch mehr Geld. Leider jetzt sind erstmal die anderen Patienten dran. But now the other patients. Ein Service, der in anderen Kliniken so nicht möglich ist.